herzlich willkommen. Wir sind in einer feuchten Grotte und ihr seid mit uns dabei. Herzlich willkommen. Mit dabei sind Mickey Maus, Minnie Maus und Goofy. Oh, ich bin Goofy. Ich bin Pauli ist Goofy, oder? Ich bin der Er ist Batman. Ich bin Fatman. Ich bin Fatman. Fatman. Ja, Pillen. Oh. Mir sind meine Pillen. Baui! Ich kann nichts machen, doch. Warum macht ihr Kacke in eure Suppe? Boah, ich hab kein Leben. Scheiße. Ich hab auch kein Leben mehr. Warte, ich hab eine Idee. Du kannst deinen Namen und hoffst, dass du überlebst. Oh, Pillen! Er nimmt die im Bord. Schwanzmonster wurde. Er nimmt ihn einfach in den Bord an den Sitz der Freunde. Was? War das irgendwas? Das war irgendwas nicht jugendfreies gerade. Wer hatte schon mal den Fall, dass jemand zu euch gekommen ist und euch gefragt hat nach Sex und gesagt hat, er ist depressiv, er braucht das jetzt wirklich? So, hat das bei euch geklappt? Bei mir nicht. Bei mir hat es niemand versucht bis jetzt. Oh. Ich meine, doch, jeden Tag wird es bei mir versucht, aber ich sage, sorry, ich habe gerade zu tun oder sorry, ich habe heute meine Medikamente vergessen zu nehmen, sowas halt, ne? Sorry. Ich muss ehrlicherweise sagen, also der Einzige, der ich das bei mir bei der Vorstellung, versucht hat, sorry. Der Einzige, der es bei mir versucht hat, war Baui. Oha. Da hab ich zu ihm gesagt, mein Hintereingang ist tabu. Halt, stopp! Eine Frau hat mich mal gefragt und ich habe gesagt, sorry, aber deine Schuhe gehen mal gar nicht. Ja, das kann ich mir sogar bildlich vorstellen, wie Bowie sagt, nee, so, willst du mit mir zusammen sein? Nein, mir gefällt deine Augenbraue nicht. Du hast eine hässliche Haarfarbe, dich mag ich nicht. Ja, wenn ihr aber die kann ich mir färben. Naja, aber die sind nicht Natur. Wenn ihr perfekt für Bowie sein wollt, dann dürft ihr keine gefärbten Haare haben. Sie müssen aber schwarz sein. Sie dürfen nicht hell-schwarz sein, auch nicht dunkel-schwarz. Sie müssen so schwarz sein, dass sie ins Blaue gehen. Sie müssen sonst so schwarz nicht sein, dass es aussieht wie seine Seele. Schwarz wie die Nacht. Schwarz wie hier vorne. Und ihr dürft nicht so große Hupen haben. Sind sie nicht alle Gefangene der Matrix? Was? Was? Nein. Ich glaube, ich habe heute für die falschen Medikamente genommen. Na, du hast halt die gelben Pillen genommen, statt der blauen und den roten. Ja, die gelben. Ich hätte die blaue und die rote kombiniert, die war lila. Was hast du kombiniert? Drogen? Nein, ich konsumiere doch keine Drogen. Hat der Arzt nicht gesagt, man darf sie nicht kombinieren? Ich dachte, das waren Smarties. Nein! Das waren Smarties. Ach du Scheiße, seid ihr dumm? Warum spielst du nochmal mit uns zusammen? Muss man nicht irgendwo vorbeikommen? Oh, ich weiß schon wieder nicht, wo wir lang müssen. Nicht doof, du doof. Alles gut, damit es fertig ist. Ja, gemacht. Oh, ich fühle mich so klug. Aber neben anderen fühle ich mich so schlecht. Fühlst du dich dumm, unterprivilegiert, unterentwickelt? Fabrik Zeit mit uns. Deine Freunde sind da. Für 35.000 Euro die Stunde kannst du dich auch mal überlegen fühlen. Wer ist ein Bär, Serka? Das ist ein Penis-Serka. Los, spring mal. Ein Penis-Serka. Oh! Bist du gestorben? Nein. Wieso? Warum fragst du? Wolltest du, dass ich sterbe? Warum komme ich nicht durch? Stell mal vor, wir sind jetzt hier an den Höhlenausgang. Ja. Und da ist nur so ein Spalt, wo du nicht durchpasst. Das wäre schade. Oha. Dann müssten wir dich verhungern lassen. Dann würde ich immer essen, durch den Spalt reichen, aber nur, wenn du so Striptease machst. Striptease? So, dann weinst du immer beim Striptease. So. Ja, Stiefschwester, ich brauch das Essen. Stiefschwester, hilf mir, ich bin stecken geblieben. Warte, ist das nicht umgekehrt? Ich glaube, ich habe was vertauscht. Stiefschwester, hilf mir, ich bin stecken geblieben. Ich bin in dir stecken geblieben. Also eine komische Frage, wie macht man denn mal das Licht an? Wie erklären wir das jetzt unsere Eltern? Erklärt mir einer, wie man das nicht mehr macht. Ich habe gerade Probleme. Wie? Du bist noch nicht draußen. Hey, Niago. Warum liegt da Stroh? Warum liegt da Stroh? Warum hast du eine Maske auf? Warum hast du was an? Guck mal, die Vögel. Die wollen
von dir benutzt werden? Guck mal, die Vögel. Willst du sie überstülpen? Ah, wo du Vögel sagst, ich kann mich noch ganz genau erinnern, das war ich bin schwarz. Guck mal, ich bin schwarz. Ich darf den Witze machen. Oder? Hör mal auf, Alter. Oder? Du, ich muss das doch alles zensieren, Alter. Ich da hier, hinter dir läuft ein Affe rum. Komm, lass uns den umnieten, komm. Hinter dir läuft ein Affe rum. Das ist kein Affe. Das ist ein Mensch. Ja, ist das. Und du sagst, ich bin böse. Auf jeden Fall zum Thema Vögeln. Ich hatte mal in der, glaube ich, siebten oder sechsten Klasse ein T-Shirt im Sportunterricht getragen. Da stand ganz groß, Vögeln soll man dreimal täglich und dann ganz klein frisches Wasser geben. Der Direktor hat mich aufgefordert, mich umzuziehen. Weil er dachte, da steht, Vögeln soll man dreimal täglich und er meinte, das ist eine erste Bildungsanstalt. Ist jetzt alleine. Wow, 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 wow. Ah! Ah! Nein, du tot! Nein, du hast verloren! Wie konntest du verlieren? Was für ein Loser, Alter! Was für ein Loser! Was für ein Loser, Alter! Du bist wieder Kackbuhn. Aber ja, die Männlichkeit steht hier ins Gesicht geschrieben. Hey, ich habe nachgegeben, ja? Ich wollte es ihm nicht so leicht machen. Haben sie, sauber gemacht, nachdem wir sie benutzt haben. Oh, wo bist du? Na komm, lass uns. Vielleicht ist hier ein Dorf oder so. Ja. Ich muss ihnen meine Männlichkeit demonstrieren. Was hast du denn bei der Schwester gemacht? Ich hab sie sauber geleckt. Je, Alter, Les. Okay, das ist schon sehr krass, ja. Ja, schon sehr krass. Ah, guck mal, aber hier. Auch wirkungsvoll. Hier, Geschenk. Wenn man so dich. Mental Leute brechen möchte, oh. Dann ist es schon. Oh, erschlag ihn mit seiner Schwester. Warte, wir erschlagen ihn mit seiner Schwester. Ja, ich hab getanzt. Oh, guck mal, was sie machen. Lass ihn seine Schwester spüren. Mein Gott, ey. Warte, ich beschmeiße. Was macht sie denn da? Aber ihr weiß es nicht, Jungs, so wie kann ich dir verraten. Erinnerst du dich, wo wir Dingsbums gemacht haben? Ein Typen mit einem Baumstamm erschlagen. Aber was stirbt? Ist er tot? Nee, ist er nicht. Er ist tot! Dingsbums gemacht, Baum. Hat jetzt verblutet. Du weigerst dich immer, Dingsbums mit mir zu machen. Nein, ich meine, wo wir einen Typen mit einem Baumstamm totgeschlagen haben. Das war ja total. Ah, okay, das Dingsbums. Ich dachte, das andere Dingsbums. Dingsbums. Oh, guck mal, hier ist eine Leiche. Bitte in den Kommentaren schreiben, dass ein echter Mann Dingsbums macht. So, Freundschaftsplus. Manchmal machen die auch nur Bums, so. Aber ja. Ja, aber Freundschaftsplus. Also, jeder Mann will doch das, oder? So, egal wie scheiße seine Kumpel denn ist und so. Was? Und jeder Mann will was? Oh, ich hab eine scheiß Persönlichkeit, aber meine Figur ist doch ganz gut, oder? So von 1 bis 10, so eine 7 oder 6. Von 1 zu fickbar, ja, kann man akzeptieren. Ja, 6, oder? Also 6, Minimum 6, oder? Oder wenn die Kommentare stehen, dann wieder so 1, 0,1. So, ihr seid alles Arschlöcher. Fickt euch ins Knie, wirklich. So. Ja, um. Ja. 1 bis 5 und fickbar. 6 gerade so fickbar. Alles andere. Ach, guck mal, er läuft weg. Guck, da hinten läuft einer auf uns zu. Da, guck mal, das ist eine Joggerin. Oder ein Jogger. Hä? Du siehst doch die Titten. Dann darf ich da nicht hin. Das war's da für hingucken. Die Folge. Bis dann, Leute. Tschüss. Zieht euch immer schön an.